Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Trek New Horizon Mod. Stellaris. Spiel. Dingsbums. Wir wollten so ein bisschen offensiv gegen die Cardassianer vorstoßen. Nachdem unsere Flotte gleich ein bisschen geupgradet wird. Also ein paar Sachen werden wir da noch mit reinnehmen. Und dann werden wir gegen die Cardassianer so ein bisschen, hoffentlich verteidigen. Das wäre ganz cool. Zeitgleich haben wir das kleine Problem, dass die Borg hier so überall so ein bisschen nerven. Ja, und das ist natürlich ein Problem, wenn die Borg nerven. Das heißt, wir müssen natürlich auch ein bisschen die Technik im Allgemeinen voranbringen. Das ist ganz wichtig. Haben wir hier hinten eigentlich noch Schiffe? Nicht weiter. Dann können die Excelsior noch mit nach hier. Wir gucken dann gleich mal. Eine regionale Akademie, das mag ich sehr. Ein Bunkernetzwerk. Ach ja. Technology discovered. Okay, was haben wir denn erforscht? Was können wir erforschen? Wäre ich hierfür. Das ist noch ganz brauchbar. Die hier würde ich einfach mal upgraden lassen. Nee, jetzt keine Aktivitäten an Bord. So ein Schwachsinn können wir uns gerade nicht erlauben. Können wir uns gerade nicht erlauben, Freunde. Schweren Schaden. Die sollte da keinen schweren Schaden erleiden. Was soll denn das? Die sollen doch hier besiedeln. Nichts weiter. Establishing Colony. Das hier wird erstmal gleich verbessert. Hier wird jetzt erstmal eine Basis gebaut. So gefällt mir das. Rein zur Defensive natürlich. Nichts weiter. Construction complete. So. Das heißt, wir haben jetzt hier Curry-Klasse, Nebula-Klasse. Was können wir noch mit reinnehmen? Ich weiß es nicht. Technology discovered. Ja, guck mal. Kompetente Galaxy-Klasse, Excelsior-Klasse, schwere Eskorte, Venture-Überholung. Ine, Mine, Mu, und raus bist du. Wir nehmen dich. Neue verbesserte Schiffe. Da sag ich nicht nein. Establishing Colony. Sehr geil. So. Jetzt
zwei Kolonien werden gegründet. Technology discovered. Okay. Würde ich die Phaser hier nehmen? Die sind auch immer ganz prima. Kann man da mal ganz gut benutzen. Station des Wurmlochs. Ich habe nämlich Sorge, dass das Dominion hier so einen Krieg anzetteln will. Gucken wir doch mal, wir haben hier 12.000, 70.000. Was haben wir da? 130.000. Da haben wir's. Die wollen Beef. Aber von der ganz üblen Sorte. Diese Halunken. In diesem Sinne würde ich gerne noch eine Galaxy Class rausballern. Die hier werden sich mal mit hier drüben positionieren. Dann sind wir hier bei 140.000, 160.000. Und meine zweite Flotte wird sich hier auch mal positionieren. Bajor ist unsere Schlüsselstellung. Also wenn Bajor fällt, dann haben wir allgemein Probleme. Dann können wir einpacken. Dann wird das nicht mehr hier. So, die werden sich mal nach hier verbinden. So, was haben wir hier noch Schönes? Was wartet da auf uns? California und Nebula-Klasse. Die dürfen mal mit nach hier. Mhm. Zusammen mit der Flotte. Und der Flotte. Diplomatische Reichweite würde ich gern Cardassianische Union Intensität erhöhen. Das wird gut. Den hier würde ich gerne teilen. Du mal mit nach hier. Ausgezeichnet. Du mal mit nach hier. So, haben wir hier 73.000. Hier zusammenlege. 49. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Schön. Also sollten hier Borg auftauchen, sollten wir einfach genug Waffenstärke haben, um sie zügig rauszumobben. Mit dem Borg bin ich mir hier nicht sicher. Wir haben eine gute Flotte, klar. Kein Ding. Aber die Station hier müsste noch ein bisschen aufgemotzt werden. Ja, ja. Ah, hier haben wir nochmal eine Flottenstärke von 68, so fast 70.000. Das ist nicht schlecht. Aber vielleicht auch nicht sonderlich gut, wenn ich ehrlich bin. So, eine Galaxy Class kommt hier noch. Die wird sich zur bestehenden hier noch dazu gesellen. Dazu kommen nochmal zwei California Class Schiffe.
stark sind die Basen hier? 60.000. Okay. Das ist schwierig. 60.000 ist jetzt nicht schlecht. Neue Forschung. Ich hätte gern das hier. Dazu hätte ich gern das hier und das hier. Starfleet Ships of the Line, Unlocks Pathfinder, Excalibur and Polaris Class Ships, some of the most advanced ships in the fleet, once you have researched future tech Starship design. Nice. Unterhalt Sternbasen, Gebäudegeschwindigkeit, bla bla bla. Weltenformer wäre ganz nett. Aber ich denke, wir nehmen erstmal die hier. Verstanden. Und dann gehen wir auf Holographie. Das wird auch ganz super. Weiter geht's. Ships upgraded. So, was können wir hier noch Schönes bauen? Wir brauchen Kraftwerke. Mehr denn je. Construction complete. Das und das. Das wird geupgradet. Hier hätte ich gern auch nochmal ein Kraftwerk. Regionale Akademie wäre hier auch nicht schlecht. Die werden schon geupgradet. Sirius bekommt auch nochmal, ich hoffe, Kraftwerke, wenn ich noch genug habe. Kraftwerk, Legierung. Das reicht. Und Hydro. Die werden hier geupgradet. Zack. Das läuft ganz gut. Mal bei Tradition und bei Relikte. Was machst du? Monatliche Ingenieurforschung plus 10%. Auch nicht schlecht. Ich finde nicht gut, dass hier so viele kardassianische Schiffe in der Gegend rumdümpeln. Das mag mir gar nicht gefallen. Das kann geupgradet werden. Das und das. Das. Hier sieht's gut aus. Hier auch. Da auch. Das sieht alles verdächtig gut aus. Das gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Mein Problem ist gerade, wir haben eigentlich zu gut aufgeteilte Positionen hier. Soll heißen, wir haben erstaunlich viel funktionale Planeten. Das heißt, da kann ich nichts mehr rausholen und das macht mich gerade ein bisschen traurig. Ich möchte auch eigentlich, dass die Cardassianer sich demilitarisieren. Darf ich das mal so sagen? Tata. Jetzt nochmal zwei California-Class-Schiffe. Haben wir eine kleine süße Flotte bereitgestellt. Was möchten wir noch verkaufen? Hier bestimmt noch mal ein bisschen davon.
bisschen hiervon. Minus 10. Das passt erstmal. Jawohl, siehst du ja an. Der Dude kommt hier hin, der passt da schön auf. Meine Flotte wird nach hier verlegt. Die auch. Und die auch. So, dann haben wir hier 20, 100, 60, 50, fast 200 Stärke. Finde ich nice. Kann ich Deep Space Nine upgraden? Das wäre ja sehr cool. Aber bringt es mir was, ist die Frage. Und kann ich hier noch ein Schiff bauen? Technology discovered. Meine nächste Frage wäre das nämlich. Guckt mal. Akira und die Norway-Klasse. Die sind auch sehr geil. Kurz Pause, wir gucken uns die Schiffe nochmal an. Hui. Einmal nach oben gescrollt. Ja, New Orleans, die ist okay, aber jetzt nicht cool. Die Defiant. Die nehmen wir mit rein, definitiv. Die bleibt, wo sie ist. Die kriegt nochmal zwei EPS-Verteiler. Taktikknoten. Und was bist du? Trefferpunkte Panzerung plus 25. Ich wollte eigentlich auf mehr Waffenschaden hinaus, aber gut. Wenn die das sagen. Zusätzliche Trennwände sollten das Ganze abrunden, denke ich. Zack, ist die Defiant erstmal überschrieben. So, und die Excelsior. Die ist ja geil. Ich glaube, die nehmen wir. Die Lexington. Cool. So, Typ 7 Shuttle. Zack. Oh yeah. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Speichern. Die Excelsior-Klassenüberholung finde ich ganz nice. Die finde ich supidubi. Was haben wir hier? Jetzt nicht sehr viel, ne? Springfield. Ja, ist okay, aber jetzt nicht der Wahnsinn. Neue Galaxy Class. Die Venture-Überholung. Ich finde, eigentlich sollten wir noch mal ein paar von den Excelsior-Class-Schiffen bauen. Die scheinen ganz gut zu sein. So, modulare Waffen. Bin ich großer Fan von. Die kosten aber schon wieder so viel. Das finde ich gar nicht geil.
Spezies. Habe ich nicht noch irgendwo Harvey in Hologramm? Nicht Sklaverei, sondern wohnhaft. Nicht? Schade. Construction complete. Okay. Kann ich das noch irgendwo eintragen, dass ich noch irgendwo künstliche Intelligenz... Schade. Ich möchte hier gerne upgraden. Ich will, dass die Excelsior nochmal verbessert wird. Momentan sind die wie stark? Rumpfstärke. Angriff steht gar nicht da, schade. Okay. Na gut. Dann ist es halt so. Es ist, wie es ist. Sternenbasis. Wolf 359737.17. Die Norway und die Akira, die werden uns noch mal ein bisschen den Rücken frei halten. Das sind eigentlich ganz gute Schiffe. Die Defiant, davon könnten wir noch ein paar machen. Wo ist er? Hier. Hab verstanden hier. Also Capella hat allgemein ganz schöne Probleme, oder? Technology discovered. Administrative, das klingt gut. A fool and his head are soon. Die mögen uns. Das ist schön. Das freut mich. Mhm. Mit dem Sindirat. Hohe Intensität, die mögen wir. Diesen Dufte. Initiating communications. The Cabal is listening. Die Klingonen. Only a fool fights in a burning house. Technology discovered. Die greifen schon an. Wir machen das mit der Psionik. Die sieht ganz brauchbar aus. Die sieht schön aus. Die mag ich. Was haben wir hier noch? Die Cardassianer, die greifen hier an. Wir haben hier oben... Alter Finne. 170.000, ne? Und noch mehr. Und die greifen jetzt hier oben an? Bruder, was ist denn hier los? Nee, sorry, ich habe gerade keine Zeit dafür. Ach, das waren die Klingonen. Das macht natürlich Sinn. So, noch eine Galaxy und jetzt nochmal vielleicht zwei Define-Class-Schiffe. Habe ich nicht noch irgendwo einen Admiral übrig? Ich habe die doch eigentlich wie Sand am Strand, oder? Mhm. Den nehmen wir. Der ist nett und freundlich. Der sieht gut aus. Der hat den Job.
was ist jetzt die Niagara? Ich habe den Bezug gerade ein bisschen verloren. Das ist die Niagara, ne? Die sah so komisch aus. Genau. Schön. Freut mich. Das freut mich doch. Ich habe jetzt keine Zeit für irgendwelche Stationen. Nein, lasst mich in Ruhe. Was rausholen. Aber es scheint nicht so. Das wird, glaube ich, nicht viel. Das wird nicht viel bringen. Wir lassen die Klingonen den Anfang machen. We are ready. Jetzt sind sie unterlegen. We are ready. Und wir scheinen gerade auch zu viele Schiffe zu haben. Auch sehr wild. Hier wird verbessert. Das ist, passt. Das ist gut. Hier bei den Borg, da habe ich noch so ein leicht ungutes Gefühl in der Magengegend. Capella 2. So. Ships upgraded. Das hier ganz Krankenhaus haben wir. Wir haben einfach zu viele Schiffe momentan. Wir haben eine Flotte hier, eine haben wir da, eine haben wir hier in der Mitte. Eine nochmal hier oben, eine hier. Eine Flotte hier und eine hier. Falls die Cardassianer so richtig frech werden. Und ich glaube fast, das werden sie. Gerne noch eine Define Class. Und noch eine California. Mann, ich bin frech, wa? Also heute will ich es wissen. Flottenstärke 72.000. Das ist fürs Erste okay. Wir müssen nur gucken, dass wir vielleicht noch mal ein paar mehr Excelsior-Class-Schiffe bauen. Also Neo Excelsior. Weil hier die Sternbasen, die sind auch schon relativ stark. Construction complete. Und ich will hier wirklich nichts riskieren. Also die Flotte hier, die ist schon ganz nice. Die Box, die Kollegen hier, die eventuell durchs Dominion hier reinmarschiert bekommen, schon ganz gut. Die haben aber halt auch unendlich viele Truppen zu ihrer Verfügung. Das heißt, wir müssen unserer Zeit weit voraus sein. Arrogant fools. Ich möchte die Rivalität hier beenden. Der ist aber auch wild. Survey complete.
So, gleich haben wir wieder ein Schiff erforscht. Oder ein Schiffstyp. Ich hoffe, dass der uns ein bisschen den Hintern rettet. Ich hoffe immer auf so wundersame Heilung, ne? Das merke ich auch gerade. Bessere Uraniumplatten, Linksbombs. Hier die Norway. Das ist ein schöner Überlegenheitskreuzer. Wobei der leichte Angriffskreuzer eigentlich auch ganz nice ist. Der hat hier 260. Was nehmen wir? 240, 230. Verteiler rein. Technology discovered. Und noch ein hübscher Knoten. Das hier kommt rein. Wobei so eine Tarnung. Warum nicht, ne? So eine hübsche Tarnflotte. Die hat schon was. Und das speichern wir einfach mal. Und dann haben wir da die Akira. Fast als pures Dingsbums entworfen. Als Torpedoschiff. Wenn wir uns das mal angucken, das ist schon nice, ne? Taktische Station. Waffenschaden. Waffenreichweite. Genauigkeit und Optik. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Spezielle Torpedobuchten, Waffenreichweite. Das ist nice. Das nehmen wir. Technology discovered. Speichern. Was haben wir jetzt erforscht? Subraumwaffen finde ich jetzt nicht so reizend. Da habe ich keinen Spaß dran. Wir brauchen bessere Phaser. So, die Defiant. Die Galaxy, die Excelsior. Die Excelsior, die macht richtig Wumms. Da brauchen wir mehr Schiffe von. Also, die wird richtig Spaß machen. Was sehe ich da? Die Klingonen, die fliegen auch hier schon wieder durch die Gegend. Aber die führen noch gegen die Cardassianer Krieg. Hier um die Klingonen und die Cardassianer. Cardassianer. Spannend. Möchte ich noch mal. Ich glaube, ich möchte speichern. Ich speichere nicht. Also auch gleich speichern, weil speichern ist gleich mal.
Das hier muss. Das wird geupgradet. Das hier wird. Das hier und das hier. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Und das möchte ich gerne ersetzen durch. Ist es? Das hier. Ach, weißt du, wenn die Borg einfach endlich auftauchen würden, dann könnte ich die Flotte hier schon wieder aufteilen. Aber nein. Was machen wir hier nicht? Wir sind die Guten. Arsch, wirklich. Wir speichern einfach nochmal. Ach nee, brauche ich ja nicht. Kann ich ja nicht. Dann würde ich sagen, machen wir Pause. Und die Runde ist vorbei. Also, jetzt erstmal für heute die Aufnahmerunde. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, lebt lang und in Frieden. Tschüss.